Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind hier in München. Ja, auf den Wiesen. Oktoberfest. 100% Konsumrate. Ja. Die Matrix, wenn ihr es so haben wollt. Hier ist die Matrix allgegenwärtig. In Berlin spürt man sie nicht, aber hier spürst du sie ganz genau. Ich würde sagen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist J6, All in the Mix. Jetzt erstmal abonnieren, oder was? Hier wird nur ein einziges Video gedreht, danach habe ich keinen Bock mehr, weil hier wiederholt sich auch alles. Ein einziges Video, was ich hier drehe, und dann fahre ich weiter nach Nürnberg. Ja, ich habe hier meinen Kollegen heute mit dabei, der war schon hier, der macht auch Internet, bisschen Influencing. Armsboy, was geht ab? Hier ist totes voll. Voll. Und auch richtig teuer. Was sagst du so zum Vergleich zu Berlin und zu das hier? Hier ist schön sauber, ich sehe nichts auf dem Boden, Alter. Ja, hier ist sauber als Berlin. Hier, die Leute sind ruhiger als Berlin. Berlin-Leute sind so laut, richtig laut. Ja. Und in Berlin wäre so viele Polizei am Kontroll, aber hier gibt es nicht so viele Polizei. Ja, hier Polizei. Ist easy. Ist süß hier, wa? Hier ist so süß und es liebe Leute hier. Leute sind nett, ja. Leute sind sehr nett hier. Ja. Aber nur das Problem ist, Bier ist teuer, Brezel ist teuer. Was kostet, so ein Bier hier? 15 Euro. 15 Euro kostet ein Biermarsch. Shit. Das ist totes teuer. Für Berlin ist es eine Katastrophe. Du kommst hierher und verhungern, sagst du, ja? Wie bitte? Man kommt hierher und verhungern, sagst du. Man verhungert hier, ich bin pleite, ich kann hier nicht kaufen. Yeah. Gibt ja ein berühmtes Sprichwort in Berlin damals. Durch Wolverine, arm aber sexy. Das ist der Vibe, Bro. Die Wölfe sind hier, Freunde. Weißt du, was wir sind? Wir sind die Wölfe aus Berlin. Kennst du das? What's going on, Bro? Berlin ist arm aber sexy. Aber München ist sexy, aber teuer. Ja. Teuer und Konsumwaren. Nein, Spaß. Alles gut. München ist eine geile Ecke, wirklich. Aber hier brauchst du echt Geld. So, ich weiß nicht, wie zahlt ihr eure Mieten hier? Weißt du nicht, du wohnst bei Mama, war Hotel Mama. Keine Ahnung, aber es ist sehr teuer. Teuer, ne? Ja. Kriegt man, habt ihr auch hier so eine Wohnungsmarktprobleme? Ja. Also kriegt man schwer eine Wohnung? Ja, das ist ja jetzt YouTube, ich mache nicht nur TikTok, das ist jetzt ja. YouTube, ja. Mehr seriös. Aber sehr schön hier, vielleicht ein paar Interviews führen auch mit Leuten. Ja. Da ist übrigens so diese, wie nennt man die, diese Kotzdinger da, wie nennt man das? Diese Kotzhügel. Wo? Die Dinger da, diese Kotzberge, oder was? Die gehen da mal hoch zum Kotzen, hat er mal gesagt. Ah, ja. Okay. Ja, ist schön voll. Sehr gute Stimmung. Aber München ist gut, ja, Leute. Sehr, sehr gute Stimmung. Sehr, sehr gut. Natürlich ist gut, du wohnst ja, hier. Sehr nett, aber manche Probleme auch, aber... Ja. Was sagst du zu der Migration? Gibt es viele Ausländer oder geht's so? Ja, wir müssen noch mehr Wohnungen... gebaut werden? Ja. Okay. Ja, ist natürlich alles nicht so einfach, ne? Teuer und Geld. Und die ganzen Gelder, die nicht so gut verteilt sind. Ja, wir sind hier, wir laufen auf jeden Fall nochmal rum. Das ist so der Einstieg, ja? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Bei euch handelt sich das nur um Sekunden. Ein kleiner Schnitt, schwupps, sind wir wieder zurück. Das sind also die Wiesen, liebe Freunde. Hier in München. Ja. Ich würde jetzt sagen, ist jetzt nicht wirklich so der große Hammer jetzt, ja? So ein bisschen eine Mischung aus Rummel und Sauferei. Ja. Das ist, was es ist. Das ist ja nicht schlimm. Da kennen die in Berlin viel krassere Sachen. Aber kein Disrespekt an München natürlich. Bayern ist, hat schon seinen eigenen Vibe. Ich finde das ein bisschen zu konservativ, ein bisschen zu ruhig. Ja? Keiner freaked out hier oder so. Also ein bisschen ruhiger. Naja. Geht schon auf jeden Fall. So ein bisschen Rummel, seht ihr. Das ist nichts Besonderes. Also mein Vibe ist auf jeden Fall nicht. Ja, ich bin jetzt hier einmal. Ob ich nächstes Jahr komme, weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. So, mal schauen. Naja, das ist wirklich so. Also für mich als Berliner ist das jetzt keine Attraktion, sag ich euch so. Ist es. Trotzdem schön, mal hier gewesen zu sein, ne? Mit dem Kollegen hier. Schön Paulanergarten hier an der Ecke. Genau so ist das. Geschichte aus dem Paulanergarten. Kommt hier aus Bayern, das Ganze. Kennt ihr die Werbung? Kennst du die Werbung? Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ja. Willst du reingehen? Ja. Nein, reicht, Bruder. Bin schon tot. Let's go. Oh Mann. Das war zu viel, Bruder. Wir sind vorhin schon mal reingegangen. Ja, ist okay. Ich habe ein bisschen gefilmt gehabt. Ihr könnt ja mal die Ausschnitte sehen. Riesenrad und Co. hier. Komplett Kirmes. Geht schon. Ja, ja. Ist schon okay. Ein paar Mal vorbeilaufen reicht. Da geht was, liebe Freunde. Bisschen Breakdance. Also schaut euch mal um, was hier los ist. So, ich bin ehrlich, ich will das nicht schlecht reden, aber es ist wack. Oktoberfest ist wack, auf jeden Fall. Ist nichts für mich, sag ich mir so, wie es ist. Ich bin auch ehrlich zu euch, ne? Warum nicht? Dann sage ich auch, was ich denke, was ich fühle. Auch so Blicke von der Seite, so ein bisschen racist stuff is going on hier auch, auf jeden Fall. Ja? Ist halt eine andere Welt, ja. Auf jeden Fall nicht meine Welt. Ja, ich würde niemals in Bayern wohnen leben wollen, so weißt du. Niemals. Für kein Geld der Welt. Hier würde ich sagen, wirklich 5% Ausländer. 95% Deutsche. Bayerisch. Die Hüte sind immer so geil, Alter. Also komplett, wie soll ich das erklären so? Also es ist pups. Langweilig hier auch. Ne? Wie gesagt, so ein bisschen Rummel und keine Ahnung, so ein bisschen eine Mischung aus Rummel, pups, langweilig und Hausmeister Krause so auf den. Zum Teil kommt man hier auch nicht wirklich durch. Ja. Heftig, ja. Naja. Was geht, Bro? Alles gut? Bei dir alles okay? Ja. Vielen Dank. Mein Sohn. Hat viele Süde, die zuschauen hier. So. Hier so auf die Schnelle rauszukommen, ist unmöglich. Fast unmöglich. Trotzdem sehr interessant, mal hier gewesen zu sein. Aber nochmal werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen. Einmal hat's genügt, ne? Hat mir gereicht. Damn, Bro. Stell dir vor, das Ding da oben stürzt ab. Mann, komm ich jetzt auch mal durch jetzt hier? Ja. Ja, natürlich. Ah, gibt's doch hin und wieder mal Leute, die mich in München erkennen, Alter. Ich hätte das nicht gedacht, dass Leute mich in München schauen. Was geht? Jawohl. Danke. Schönen Tag, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Was ist hier los? Komm ich hier heute noch raus? Bro, what the heck is going on? Bro. Was ist los, Jungs? Ich dachte, die folgen mir. Mann. Also kurz vorm Ausgang wird es noch besonders voll. Hier alles auf einmal, wird immer voller. Nachts würde ich nicht gerne hier sein, weißt du? Wäre mir jetzt zu viel. Manche kommen mit Kindern her, Bro. Why? Warum? Es wird immer heftiger, es ist schwer rauszukommen. Platzangst. Das ist ja noch nicht mal so in Berlin, ne? Also es ist schon heavy. Also sehr voll. Es ist sehr, sehr voll. Wow. Naja. So, hier wieder ein bisschen mehr Luft. Polizei auch mit am Start. Guckst du die Ecken an. Ja, Polizei checkt hier so die Ecken. Sorgt für Sicherheit an den Seiten auch. Müssen wir mal gucken, dass wir hier auf die andere Seite kommen. What's going on? Hier sehen wir schon Krankenwagen bis zum Abwinken, Alter. Was geht denn hier ab? Aber ich kann es immer wieder sagen. Nicht mein Vibe, Alter. Auf gar keinen Fall. So. Wo sind wir jetzt hier? Falsche Seite oder was? Die Security getroffen aus dem nächsten Geier. Chillt seine Eier hier so aus Berlin selber. Also ich meine, geiler Typ. So, wir sind jetzt raus. Ich treffe noch gleich nochmal jemanden und dann fahre ich nach Nürnberg. Ich glaube, das genügt mir so ein bisschen. Gehen wir nochmal drumherum, gucken, was hier so läuft. Nebenbei nochmal so die Vibes mit einfangen außerhalb. Aber das war es dann erstmal auch schon von den Wiesen, ja? Also ich bin ehrlich, nochmal, unter uns. Auch an die ganzen Zuschauer und tut mir leid nochmal an die Leute, die aus Bayern kommen, hier leben. Ich bin nicht beeindruckt, tut mir leid.
sowas von absolut nicht beeindruckt. Macht nichts, ich war hier. Kein Disrespekt. Aber die Kleidung geht gar nicht, Alter. Auf gar keinen Fall. No way, man. So, laufen wir mal ein bisschen außen drum. Wir sehen auch hier, die Polizei schützt natürlich alles. Hier sind auch sehr, sehr viele Streifenwagen, auch mit Kriminalpolizei, die für Sicherheit sorgen. Und dementsprechend sehen wir hier auch alles abgesperrt. Ich finde, dass die Sicherheit hier aber viel besser ist als bei uns in Berlin. Hier achten wir wirklich besonders drauf, wer rein und raus geht. Also hier ist wirklich 100% Sicherheit. Wirklich, 100%ige Sicherheit geboten. Die sind auf jeden Fall strenger als in Berlin, auch die Security. Ja, ist krass. Die ziehen hier komplett durch. Jetzt bin ich hier so ein bisschen abseits. Hier kommt man wenigstens noch vorwärts. Da drin war es einfach zu voll. Ich treffe jetzt nochmal Kolleginnen, Kollegen, die aus Bayern selber kommt, hier in Nürnberg. Und dann fahren wir Richtung Nürnberg, weil ich habe da noch ein bisschen zu tun. Nürnberg mache ich auch noch mal ein paar Videos. Ansonsten einiges auch auf TikTok. Ne? Zwei Plattformen, die ich bediene. Ihr wisst Bescheid. Ja, ist schön. Wie gesagt, ich wollte hier nichts schlecht reden, auch an die ganzen Münchner. Respekt an euch. Es ist super sauber, es ist super friedlich. Die Polizei hat alles im Griff, die Security hat alles im Griff. Also die Leute hier sind wirklich auf Zack. Ne? Also hier wird ordentlich gearbeitet, nicht so wie bei uns in Berlin. Das ist das einzige Manko, was ich an Berlin zu bemängeln habe. Aber ansonsten ist Berlin die Eins. Berlin bleibt die beste Stadt Europas, für mich immer noch. Ja? Es ist sehr, sehr schwer, gegen Berlin anzukommen. Da kann auch so ein Oktoberfest nichts machen. Ne? Also ist schön auf jeden Fall. Ja, ich finde das, sogar sehr schön und sehr, sehr sauber. Aber gegen Berlin auf keinen Fall. Ich glaube, nicht mal gegen Hamburg auf gar keinen Fall. Da ist Hamburg noch mal ein bisschen besser sogar. Ja, ja, jetzt wisst ihr es. Aber es war trotzdem schön, hier zu sein. Einmal. Ja, ich muss nicht nochmal auf die Wiesn kommen. Sowas. War jetzt nicht so, wow, crazy shit. Weil wir als Berliner haben schon, keine Ahnung, die Schnauze voll mit allem. Wir haben ja alles, so weißt du. Das ist für mich Rummeln und Saufen, mehr ist das nicht. War der Beste, Alter. Der weist die Leute so drauf hin, so. Einmal kurz außenrum und so. Was für ein Typ. Kollege kommt aus Afghanistan. Hat Deutsch in 3 Monaten gelernt. Ja. Speed Language Lesson. Ja, schon krass Bayern, Alter. Auf jeden Fall. Was soll ich dazu sagen, Alter? Ja. Das ist es. Ich habe jetzt die Jacke mit sehr, sehr vielen Menschen. Hier ist es viel zu warm, so. Aber macht nichts, auf jeden Fall. Die Anzüge hier auch, diese traditionelle mit den Lederhosen, Alter, ist schon lustig. Ja, also ich könnte das nicht. Ja, also schon so ein bisschen Homo-Vibes, aber geht schon. Ja. Ja, die Hosen, Alter. Auf gar keinen Fall. Da hinten habe ich diesen Kotzberg gesehen. Die geht da immer rauf und kotzen da, Alter. Am Abend soll es noch schlimmer sein. Immer. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht versprechen. Aber fürs erste Land ist für mich. Ja. Einmal hier gewesen, das allererste Mal. So, das habe ich mir auch genug wiederholt, so was ich meine. Ich würde sagen, das war es auch schon so langsam. Die Menschenmassen, Alter, ohne Ende hier. Ja, Leute, wenn ihr abtransportiert, die saufen hier bis zum Abwinken. Ne? Also viele gehen K.O. hier, habe ich schon gesehen. Möchte aber keine gewaltsamen Szenen aufnehmen hier, wie jemand da runterplumpst oder ohnmächtig wird. Das zeige ich ungern. Aber hier, Alter, ist wirklich, ist nicht normal. Die bayerischen Menschen, die feiern bis zu Tode, Alter. Wirklich. Also das ist schon wirklich nicht mehr, weißt du? Also ohne Gnade feiern die hier. Ja, bis zum bitteren Ende ballern die hier alles. Schon krass. Liebe Freunde, hier nochmal wie versprochen, das ist der Haupteingang. Vorhin mal reingegangen. Ja, hier warte ich nochmal ganz kurz auf die Person, dann würde ich sagen, hau ich ab. Hier ist halt nur der Ausgang. Ich würde sagen, ja, danke euch dann sozusagen fürs Zugucken. Mein Name ist J6, all in the mix. Das war Bayern, Oktoberfest. Auf den Wiesen. Ist okay. Hier, sehr viele gehen nach Hause. Hier ist auf jeden Fall was los. Viele gehen, viele kommen. Ah, ja. So, wir müssen natürlich gucken, wo die Person bleibt. Ich muss jetzt jeden Moment rauskommen. Ich würde sagen, das war's. Danke euch. Der Typ zieht richtig durch, Alter. Ja? So ein bisschen Berlin-Vibes hat er schon. Aber nicht ganz. Liebe Freunde, hier nochmal in der U-Bahn. Auf jeden Fall vergleichbar. Wie mit Berlin-Alexanderplatz. Ja, aber nur wegen dem Fest hier halt. Ne? In Berlin ist ja laufend so. Schon krass. Volle Kiste. Boah, Bruder.
Und schaut mal hier zum Schluss nochmal, bevor wir wirklich das Video beenden. Guckt euch mal bitte die Ecken an. Ein U-Bahnhof in München. Guckt mal, sauber. Nichts. Nichts auf dem Boden, alles sauber. Gar nichts. Nicht mal ein kleines Schnipsel. Keine Zigarettenpackung, nichts.